Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten oder möchten Sie lieber etwas anderes? Nein, Kaffee ist gut, danke. Es ist ziemlich kalt draußen und etwas zum Aufwärmen tut mir sicher gut. Dieser Nebel geht durch Mark und Bein. Hm? Das kann man wohl sagen. Nehmen Sie Platz. Danke. Nehmen Sie Milch und Zucker, Joe? Nein, danke. Ich trinke ihn am liebsten schwarz. Heiß und schnell. Okay, kommt sofort. Wie geht es Rose denn jetzt? Besser. Sie erholt sich langsam. Zum Glück gehen die Geschäfte gut. Wie schön. Das hört man gern. Hier, bitte sehr. Sie haben mich hergebeten. Ist was passiert? Man spürt's, hm? Ja, ja, das ist nicht zu übersehen. Ich mache mir Sorgen um Scotty. Warum? Was ist denn mit ihm? Das ist es, Joe. Wir wissen es nicht. Es scheint, als wäre er vom Erdboden verschluckt. Im Ernst? Hat er sich nicht gemeldet? Seit Tagen nicht mehr. Er hat gekündigt, aber merkwürdigerweise ohne irgendeinen Grund anzugeben. Das kenne ich gar nicht von Scotty. Ich meine, er ist viel zu verantwortungsbewusst, um sowas zu tun. Nicht nur das, er ist auch aus seiner Wohnung ausgezogen. Er hat nicht mal eine neue Adresse hinterlassen. Niemand scheint zu wissen, was er jetzt vorhat. Dann verstehe ich, dass Sie besorgt sind. Na ja, wir reden uns ein, dass es eine harmlose Erklärung gibt, die wir nicht kennen. Wir haben Sie hergebeten, Joe, weil wir Sie fragen möchten, ob Sie uns helfen würden, Scotty zu finden, wenn wir in den nächsten Tagen nichts von ihm hören sollten. Aber natürlich, ich helfe Ihnen so gut ich kann. Vielen Dank, Joe. Darüber freuen wir uns sehr. Das sind wahrscheinlich Leslie und Rick. Ich habe Sie auch hierher gebeten. Liebling, nicht. Ich gehe schon. Hallo. Hallo, Leslie. Rick, bitte kommt Hallo, rein. Gail. Schön, dass ihr gekommen seid. Joe ist bei uns. Hallo. Kommt, gebt eure Mäntel. Danke. Wir haben auf euch gewartet. Ach, entschuldige bitte die Verspätung. Nein, 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 ihr seid pünktlich. Hallo, Joe. Hi. Wie geht's, Lee? Ich bin ein wenig beunruhigt, Rick. Wir haben gerade darüber gesprochen.